Wir wollen heute über Cortison sprechen. Das wird ja sehr oft und sehr viel eingesetzt. Aber unser Thema ist es immer notwendig? Kann man es reduzieren? Also Cortison ist ja antientzündlich. Aha. Und ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, diese Entzündung auf anderen Wegen zu begleiten und anzugehen. Und dann zu versuchen, in die Reduktion zu kommen. Ich meine, wenn es nicht geht, zu reduzieren und die Schmerzen sind da oder die Schübe bleiben weiterhin, dann kannst du nicht reduzieren. Ja. Aber ich finde es schön, wenn man dann was zur Hand hat, was vielleicht auch ohne Nebenwirkungen und auf natürlicher Ebene beitragen könnte, dass du in die Reduktion kommst. Was verwendest du dann? Also mir fällt jetzt so ganz spontan Kurkuma, Boswellia, antientzündliche Substanzen ein. Auch OPC natürlich. Was ich auch probiere, ist mit Reishi, das ist ein Vitalpilz, ja. Oder mit Aronia. Es gibt aber den anderen Fall, wo man Cortison injiziert, sei es in ein Gelenk oder es in der Schulter hast du Schmerzen und du kriegst eine Cortisonspritze an diese entzündete Sehne heran. Können wir hier auch mit Alternativen vorgehen? Also man kann die gleichen Dinge antientzündlich versuchen einzunehmen. Und du kannst vielleicht auch physiotherapeutisch diese Dinge angehen. Wir hatten ja gerade einen super Vortrag über eine Faszientherapie. Faszientherapie, ne? Zum Beispiel, ja. Wo man wirklich, wenn man die richtigen Punkte trifft, dann auch tatsächlich eine Linderung, eine Schmerzlinderung erfährt. Ja. Also ich bin ganz generell dagegen, dass man Cortison injiziert. Ich habe zum Beispiel, nehmen wir einen Tennisarm, wenn man hier Cortison injiziert, dann gehen die Schmerzen weg, sofort, 4 Wochen, dann kommt es wieder. Aber was dann bleibt, ist eine Delle, also das Gewebe ist atrophisch, also es bildet sich zurück. Und deswegen, wenn immer möglich, versuchen nicht, wir, oder? Nicht auch machen. Cortisoninjektionen zu verzichten. Man kann mit diesen entzündungshemmenden Mitteln auch Sehnen, Gelenkschmerzen, ja, alles behandeln. Absolut, das geht. Ja.